Recht herzlich willkommen zur 176. Folge von Towns. Ja, Angriff ist, glaube ich, angesagt. Da war hier oben irgendwo die Leute oder die Viecher. Keine Ahnung, irgendwo am Berg waren die. Ah, hier laufen sie rum, alles klar. Die kommen also noch. Und naja, da werden wir schauen, wie wir die kaputt kriegen, ne? Gut, Treppenhaus war noch ein Thema. Das war hier. Ja, da muss das Fenster noch umgesetzt werden von da oben. Und hier unten war noch unser Entsorgungsraum für Gespenster und Zombies. Aber der ist noch offen, weil wir da ja jetzt die Knochen raus haben müssen für den Händler. Kommt da jetzt mal einer, der den mitnimmt? Nö, nicht. Ja, okay, da ist noch ein Waypoint wahrscheinlich, oder? Die laufen da jetzt alle hin. Auch cool, ne? Ja, aber wir müssen noch... Ah, da laufen welche in den Keller. Interessant, dass die hier jetzt kämpfen wollen unbedingt. Aber wenn das so ist, da gibt es auch noch einen Held, der da mitmacht. Jetzt, oh, die sind schon platt. Okay. Hier laufen noch ein paar rum. Aber die kriegen auch hier Haue. Wo will der denn jetzt hin hier, hä? Okay. Hat auch Pech gehabt. Und der auch. Ne, auch erledigt, ne? Läuft. Ja, ich tippe mal drauf, dass das jetzt auch durch ist hier, ne? Irgendwo sitzen da vielleicht noch welche. Ach so, der Händler war auch noch da, ne? Mhm. Was kriegt der denn noch? Ja, die Knochen. 20 blaue, 10 rote und 114 Knochen. Okay, das dauert noch ein bisschen, bis das klappt. Und hier, ja, haben wir Dreck. Dreck ist schon weg, alles gut. Läuft, ne? Ach so, da hat gerade einer hier Pick-Pick gemacht, habt ihr gesehen? Ab und zu passiert da mal was. So, ab und zu ist schon wieder dabei. Cool. Ja, das wird doch mal was, oder? Jetzt ist das Spiel in Pause, glaube ich. Sag nicht, wir haben noch einen Angriff. Daunted, daunted, daunted. Keine Ahnung, was daunted ist. Da kommen wieder ein paar mehr. Okay, auch nicht so wenig. Und lassen wir laufen. Da können wir mal gucken, wo die lang gehen müssen, ne? Wo sind sie denn? Da. Muss mal drauf achten. Aber der Berg ist hier noch offen, ne? Die gehen sowieso da drüber dann. Sehen wir dann gleich. Wenn sie sich in Bewegung setzen, ne? So, los. Jetzt mal rechts rum. Marsch, marsch. So, jetzt. Ja, was ist denn jetzt hier los? Wo, wie lange brauchen die denn? Und... Na? Husch, husch, jetzt geht's los. Okay. So, mal gucken, wo die langlaufen. Da, ach so, die Mauer ist da auch noch nicht fertig. Alles klar, das ist da noch zu bauen, also. Ja, gut, okay, ist halt so. Ja, der Held, der arbeitet schon mal dran, das ist schon mal cool. Hier gibt's dann auch noch einen, der damit macht. Okay. Zwei Helden, auch gut. Oh, da oben war so ein Werewolf oder was das auch immer ist, ne? Die sind dann schon ein bisschen prickelnder, ne? Okay. Aber das sind aber ein paar mehr hier, das sollte klappen. Der macht mir Sorgen hier, ne? Aber das sieht gut aus, da ist noch einer beigekommen. Joa, ich glaube, das ist jetzt hier gleich schon erledigt, ne? Zwei sind da noch. Aber die werden jetzt hier abgefangen und sind dann wahrscheinlich auch gleich tot. Ja, läuft. Wir haben wie viel Happiness? 77. Okay, dann kommen vielleicht auch mal ein paar Leute mehr gleich. Ja, ich gehe von aus, dass es schon durch ist, ne? Okay, hier wird schön abgebaut. Das ist super.
Ja, wir könnten eigentlich mein da machen, ne? So, auch ausgewählt. Die Reihe lassen wir nicht stehen, ne? Machen wir auch nochmal. Können wir auch so machen. Gut. Was macht er denn da tragend? Ein Brot mitnehmen? Wahrscheinlich, ne? Der isst was. Gehe ich fast von aus. So, was macht unser Händler? Ah, 12, 10, 114. Da passiert nichts mit den Knochen. Das ist das Entscheidende. Aber vielleicht bringen die erst die anderen Sachen dahin. Allerdings wären hier noch rote. Das waren auch welche in den Rot. Ja, genau. Die 10 können sie auch da wegnehmen. Macht auch keiner, ne? Das ist nicht gut. Ja, Klamotten liegen hier noch genug, wie man sieht. Oh, Happiness ist 5 runtergegangen oder 2 runtergegangen. Wie sieht's mit Essen aus? Hört man immer alle schmatzen. 10 Brote, Äpfel, Birnen, Kuchen, noch ein Kuchen, noch ein Kuchen. Kuchen sind genug da. Ist sonst noch was da? Nicht wirklich so, ne? Blue Radieschen. Waren da noch 3. Gut, da geht noch. Wie sieht's hier aus? Dieses muss hier weggeholt werden, ne? Ah, da ist der Erste, der was holt, oder? Jo, das ist schon mal gut. Dann passiert was und da ist der Nächste auch schon unterwegs. Gut, dann sind die jetzt hier am Aufräumen. Das macht ja auch Sinn, dass wir da was weniger kriegen. Beziehungsweise wichtig ist, dass die da oben dem Dingens was bringen, dem Händler, damit das erledigt ist. Ist das ein Händler? Ein Soldat? Ja, das war ein Soldat. Der war zu schnell dafür unterwegs, ne? Aber der räumt, glaube ich, auf, ne? Nee, doch nicht. Schade. Gut. Gucken wir hier weiter. Treppenhaus. Ist das Fenster gebaut? Ja, das Fenster ist gebaut. Dann lass uns nochmal ein paar Steinchen da draufsetzen. So, so. Und das. Genauso wie das. So. Jetzt würde ich ja fast sagen, wenn wir da... Ja, da kann doch hier auch noch ein Stein hin, weil da muss ja die Treppe drauf, ne? Ist die Frage, wenn da die Treppe drauf muss, ne? Ich glaube, wir sind hier ein bisschen falsch unterwegs, oder? Wir brauchen da eine Stiege mehr. Mach das mal unlock. Das müssen wir woanders hinbringen gerade. Ich glaube, das haben wir schon mal umgebaut, ne? Kann das sein oder war das woanders? Naja, wo sind wir denn jetzt hier? Deko. Deko. Diese Lampe. Dahin. Schon wieder eine Pause? Kann sein, ne? Das war jetzt nicht schon wieder ein Angriff, du. Tatsächlich. Die 5 Schleime, ne? Die können auch bleiben, wo der Pfeffer wächst. Händler. Und guck mal, der hat ja immer noch keine Knochen gekriegt, obwohl welche schon welche hochgebracht haben, ne? Ist schon eigenartig. Oh, die kommen aber von tief unten, der Angriff. Und? Läuft? Hä? So, jetzt läuft's auf jeden Fall. Ach, da kommen die gerade mit den Knochen, oder wie sehe ich das? Nee, nicht verbrennen. Jetzt verbrennen die Knochen, anstatt die dem Händler zu geben. Alles klar. Das war hier, ne? Nee, mach nix hier. Oh, okay, die 2 können wir wohl nicht weniger machen. Doch, jetzt geht's. Okay. Gut, dann bring die Knochen mal hier zum Händler, der braucht die. Ja, auf der einen Seite schön, dass sie aufräumen und das auch entsorgen. Auf der anderen Seite, ne?
Ach, warte mal, hier können wir mal einen Unlock drauf machen. Dann wird die Treppe demnächst hier fürs Treppenhaus auch benutzt. Ach, guck mal, das ist weg. Dann können wir da auch definitiv Steine bauen. So, zack. Da muss noch eine Reihe hin, denke ich. Und dann kommt da eine Treppe hin und dann ist da auch... Na, jetzt ist das leider auch schon wieder abgewählt. Warte mal, da kommt die Treppe hin, dann kommt da auch noch eine Treppe hin, ne? Und da muss da auch eine hin. Ist die Frage... Ist da schon jetzt was oder nicht? Sehe ich nicht. Da haben wir Scarfold dahin gebaut. Ist leider dunkel gerade. Dann sieht man das so schlecht, ne? Okay, das passiert. Okay. Das passiert. Und das kann auch passieren, ne? Da kommen noch mehr Steine. So, hier oben muss eine Treppe drauf. Das ist definitiv klar. Bei Tisch und Bänken? Nee, schade. Bei Werkzeugen. Nee. So ist was falsch gelaufen. Dann lass die erstmal fertig werden. So, jetzt nochmal Treppe aussuchen. Hä? So. Und so. Und so. Und so. Steht zwar jetzt... Ja doch, passt schon. Treppe kommt da drauf und passt dann auch. Na, okay, das ist die Treppe. Ja, das ist passend, ne? Dann nehmen wir noch ein paar Steine und bauen die da auch noch hin. So, die kommen nämlich dahin. Ja, dann machen wir erstmal die. Ja, und dann müssen wir mal gucken, wo das hin muss, ne? Ich weiß auch nicht hier genau. Das heißt, wenn ich da jetzt mache, bin ich zu tief. Das heißt, diese Etage... Okay, ach so, das ist jetzt schon passend, ja. Die definitiv dahin und die definitiv auch dahin. Treppe ist bis dahin fertig, müsste aber hier jetzt ein Stein auch noch so hinkommen. Machen wir und den müssen wir wegmachen. So, jetzt müsste es passend sein dann zum Hochgehen, ne? Ja, das läuft alles gut. So, da, da. Ich frage, ob man da den Stein hinsetzen kann. Wir werden es aber gleich sehen, weil da kommt noch einer und könnte auch woanders hingebaut werden. Nee, passt. Treppe ist jetzt richtig. Treppe ist bis hierhin richtig. Das Fenster ist da immer noch fehl am Platz und wir müssen da wahrscheinlich für so ein Scarfold bauen, weil das klappt sonst nicht. So, das würde bedeuten, wir müssen jetzt hier die Mauer bauen. So, und jetzt kann das Fenster da auch weggeräumt werden gleich, ne? Wenn die Mauer ist, machen wir da auch ein Fenster hin. Da sind jetzt die beiden, die dahin müssen. Also hier. Ja. Müssen wir, obwohl ist ausgewählt, hier müssen wir noch einen hinbauen. Kann der den da hinbauen? Gute Frage, ne? Dann würde ich sagen, machen wir das so. So einen da hinmachen. Jetzt wird es nämlich eng, dass der da hingebaut werden kann. Könnte sein, dass es nicht klappt.
Ah, hat doch geklappt. Dann können wir den. Ja, okay. Delete den. So, Treppenhaus ist bis hierhin okay. Ist das denn die richtige Etage? Ich glaube ja, ne? Ja, sieht eigentlich gut aus, ne? Ich glaube, das Fenster muss da jetzt weg. Fenster war bei Tisch und Bänke und kommt da hin. Jetzt bitte den da wegnehmen, ne? Damit wir den Eingang freikriegen. Da kommt einer, aber der war nicht. Doch, da kommt einer, der das macht. Okay, passend. Der Lead Scarfold und dann ist das auch gut so, ne? Es ist gerade wieder dunkel, sieht man wieder nichts. Da gehen wir zurück und nochmal zurück zu den Wänden. So. Der Scarfold kommt weg und ich glaube, wir müssen jetzt hier. Oh. Von da nach da müssen wir jetzt noch eine Treppe ziehen, ne? So, dann sollte das auch passend sein. Da kommen jetzt noch drei Steine hin oder zwei? Zwei sind's, glaube ich. Und dann ist das Treppenhaus soweit richtig gebaut. Genau. Noch einer. So, das läuft. Also ist nur die Frage, der Stein ist da passend, ne? Ja. Jetzt müsste da auch noch einer hin, ne? Ja, da müssen wir dann noch einen setzen. Und zwar den. Dann muss da wiederum eine Treppe drauf, ne? Diesmal kriegen wir das, glaube ich, hin, richtig, oder? So, das läuft. Der ist auch schon da. So, dann müssen wir wieder. Nee, das war bei Werkzeugen, die Treppe. Die muss dann da hin, ne? Und gehen wir wieder zur Mauer zurück. Weil die können wir doch. Obwohl, das wird dann wieder so. Ne, lass das mal besser weg, weil dann ist das unübersichtlich nachher. Dann sehen wir wieder nicht, wie das richtig ist. Obwohl, wir können den auf jeden Fall aussuchen. Weil wir müssen hier einen Stein hinmachen, ne? Ja. So, Treppe bauen wir dahin. Und hat aber jetzt sowieso nicht gesetzt, weil da der schon ist. Passt also. Und jetzt müsste da ein Stein hingesetzt werden. Das funktioniert auch. Gut, Treppe ist umgebaut worden. Das passt auch. Dann muss da noch wieder eine Treppe drauf. Wenn da eine Treppe drauf muss, dann müsste jetzt in dieser Etage Ja, das wäre so richtig, ne? Aber nee, wir werden erst jetzt hier das bauen müssen. So, passt ja dann auch. Dann mach das mal dazu. Und wenn der Stein sitzt, dann können wir auch da weitermachen. Ja, falsche Stelle, ne? Ist klar. Aber das sollte noch klappen. Na komm schon.
Da kommt noch ein Stein. Ich hoffe jetzt der da an der Ecke. Na, war klar, ne? Dass er den woanders hinsetzt. Super. Ja. Das war aber der Richtige. So, und dann können wir die beiden setzen. Und im Endeffekt... Ja. Wird werden, ne? Oder? Auf jeden Fall können wir da einen hinsetzen. Und da kann auch einer hin, ne? Und das kann eigentlich auch fertig werden. Und ich glaube sogar, dass da auch einer hin muss, ne? Ja. Weil dann kommt die Treppe doch dahin, ne? Genau. Gut. Gehen wir nochmal zurück in die Treppen. Die haben wir. So, die ist da. Auf diesem Stein muss jetzt nur einer drauf. Dann geht's dann da hoch. Genau, dann fehlt jetzt da noch ein Stein. Hoffen, dass das der richtige ist. Ja. Und... Zwei Stück brauchen wir noch. Ne, das war nicht der richtige. Jetzt kommt der richtige. Und auf diesen Stein muss die Leiter wieder drauf. Und dann sind wir, wie wir sehen, wahrscheinlich schon zu hoch, oder? Mach Unlock. Ja, könnte sein, dass es zu hoch ist. Gut, das machen wir aber in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.